Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge sind wir bankrott gegangen im Casino und ja, haben so ein und zwei Cutscenes in Altamira abgeschlossen. Bisher hat ein neues Kostüm bekommen, Regal hat vor Elishas Grab gebetet und jetzt sind wir hier bei den heißen Quellen und da wird schon irgendwas zu erledigen sein. Na gut. Gehen wir mal erstmal da rein. Na, hab ich schon gehört, es gibt keine getrennten Quellen für Männer und Frauen. Okay. Ist ja nicht in Japan üblich. Obwohl doch, klar. Ja, okay. Ja. Gehen wir mal zurück. Ich glaube, wenn wir hier sind, dann können wir auch mal an Silver und gehen die Städte da abgrasen. Hallo alle zusammen, wir haben auf euch gewartet. Die Umbauarbeiten in den heißen Quellen sind abgeschlossen. Tretet ein, genießt das erholsame Wasser unserer heißen Quellen. Toll, eine heiße Quelle ist so etwas wie eine große Badewanne, stimmt's? Hehe, das Wasser hier ist einfach herrlich. Komm schon, gehen wir rein. Ich führe euch herum. Ja. Tada, das ist der Stolz und die Freude der Kirche von Mattel. Die heißen Quelle von Kalan. Ist auch nicht synchronisiert, aber ich habe nachgeguckt, dass noch alles eingestellt ist. Hey, waren hier vor dem Umbau nicht separate Bäder für Männer und Frauen? Oh, jetzt hast du es erwähnt, es gibt hier nur ein Bad. Das soll wohl ein Witz sein. Ich gehe da mit euch Typen bestimmt nicht rein. Dann gehen wir mal alleine rein. Ja, mal schade. Egal, wir gehen einfach rein. Ah, es fühlt sich fantastisch an. Da das China und die anderen nicht mit reinkommen konnten. Allerdings, die Mädchen sollten einfach herkommen, wenn wir fertig sind. Gute Idee, da müssen wir müssen sie sich keine Sorgen machen. Hehehe, ja. Mal keine Kostüme. Ja. Jetzt die Frauen. Bitte tretet ein. Hey, ich werde dir später den Rücken waschen, China. Das klingt gut. Und ich wasche deinen. Ich könnte glatt den Kampf, in dem wir verwickelt sind, vergessen. Ich glaube, wir haben schon lange nicht mehr gekämpft. Manchmal ist es wichtig, zu entspannen. Außerdem binden uns solche schöne Erinnerungen mehr ans Leben. Ja, ich möchte leben. Und ich wünsche mir, dass jeder glücklich ist. Ja, hoffen wir, dass das geschehen wird. Ja. Was machen die beiden da? Hey, wo gehst du hin? Wohin schon? Zu den Mädchen. Aber die Mädchen sind doch gerade dort. Eben drum. Wer könnte da wieder stehen? Professor China, ihr habt beide eine so tolle Figur. Oh, ich bin nichts Besonderes im Vergleich zu China. Hör auf, so toll ist es wirklich nicht, ehrlich. Es ist also wichtig, eine gute Figur zu haben. Ich bin ja eine flach wie ein Bügelbrett. So ist das also. Wer hält den Titel Bügelbrett? Was? China hält den Titel Wow. Mal sehen, welches Törtchen ich von hier aus sehen kann. Hey, nein, hör auf! Wer ist da? Oh. Und jetzt gibt's eins auf uns. China, wie kannst du nur so leicht bekleidet herumlaufen? Leute, ich fass es nicht. Ich würde es ja verstehen, wenn es dieser hormonell gestörte Außerwelt wäre. Dass aber ausgerechnet du so tief sinken würdest. Leute, das darf doch wohl nicht wahr sein. Warum tust du so etwas? Nein, ich bin nicht hier, um zum Zelos hat nur. Leute, du bist widerlich. Ich bin enttäuscht von dir. Du Spanner! Leute, er hat den Titel Voyeur. Es ist ein Missverständnis! Das hätte ich gar nicht auf Japanisch gehört. Aber.
Alles eingestellt. Also ja. So. Also ich habe jetzt auch. Wow, so glamourös. Aber ich glaube nicht, weil da sind Dingens nämlich. Ja, da sind weiß ich nicht. Wow. Warte mal, was gibt das alles? Papier und Verteidigung, nur. Dann lieber Nachfolgerin. Achso, ja, das ist nur ein Kostüm. Stärke Verteidigung. Und Dingens. Flach wie ein Brett. Bügelbrett. Ich bin wie ein Bügelbrett oder ähnliches bekommen wir zu hören. Okay. Das gibt KP und Verteidigung nur. Warum nur so blöde Sachen immer? TP Intelligenz. KP Stärke, Fluchtwert. Ein paar sind echt blöde. Wir haben ein paar Dinger. Stärke, Intelligenz. Ja, TP hat sie eigentlich genug. Ja. Nein, ich wollte eigentlich Männer jetzt haben. Wenn du traurig bist, weine ich mit dir. Wenn du glücklich bist, lächle ich. Wenn du verloren bist, bin ich es ebenfalls. Und das Wichtige ist, was ich sagen kann, ist, ich liebe dich. Sing dir oder was? So. So, Männer. Die Männer. Männer. Männer wie wir. Wer ist das denn? Ich muss sagen, dieser Anblick ist ganz und gar nicht sexy. Wirklich? Hm, jetzt weiß ich, was du meinst. Zeus, ich glaube, du leidest schon an Entzugserscheinungen. Oh nein, ruft sofort China. China! Hey, hört sofort auf damit! Wollen wir ein anderes sehen? Was macht der Typ da? Diese Quelle ist toll! In der Tat. Toll, sie ist fantastisch. Ah, es ist so entspannt, da werde ich ganz schläfrig. Arg! Wer ist das? Warum steht er einfach so da drin? Das ist so random. Diese Quelle ist toll, in der Tat. Sie ist fantastisch. Entspannt. Arg! Bei den Frauen sind die wieder am Singen. Steht der Typ auch so. Arg! Okay, die singen wieder. Voll random einfach. Steht da so ein Typ, ey. Arg! Oh, was haben wir denn hier noch? Gar nichts, ne? Dann haben wir den Tag bei den heißen Quellen auch abgeschlossen. Wie es scheint. Dann gehen wir mal nach Silverrand. Ja, das war verrückt. Dann extra kann ich auch noch mal vorbeischauen, aber Brücke von Tetraola, Brücke von Tetraola, Schildpunkt von Tetraola, Tempel des Eises, Imirwald. Versuche gerade nachzudenken. Ja, bei den ganzen Häusern könnten wir auch noch mal vorbeischauen, ne? Oder einem Abteil. Ja, ne, Schwester von Zelos. Auch noch irgendwas zu erledigen mit der. Ich glaube, ich auch auf dem Dingens hier drauf. Auf dem Cover hier. Also nicht auf dem Cover, aber. Nein. Halt mal schwarz, Silber. Verdammt. Habe ich mir nicht irgendwann mal einen Glücksbeutel geholt und so und da war nichts drin? Boah, ich muss voll niesen gleich, Ich fang gleich an, volle Möhre zu niesen. Was? Im Mokros stört halt nicht. Virtual ist nur für mich nur dort, wo friedlich ist, egal. Ich kann solche Akzente nicht, so Dialekte nicht aussprechen. Nur so ganz nebenbei. Wie ausgefallen angezogen, hallo? Eine Auserwählte. Respektiert meine Autorität.
Weiß ich nicht. So, dann. Bin immer noch auf der Suche nach. Hier, Abtei. Wow, das ist ja am Ende von irgendwas. Wenn wir den ganzen Schritt in Silvern abgeklappert haben, dann könnten wir mal nach Heimdall gehen und die Story fortsetzen. Mal gucken. Was? Doch, das ist ja. Wie kann ich immer nur so abseits von dem Weg kommen, ey? Ja. Boah. So, hier unten ist das. Ach. Nö. Hier. Hier, jawohl. Abtei, so. Da, wo ist die kleine Nummer? Ich möchte die Nummer kurz sehen. Ich hoffe, wir Dingens hier. Nicht auf dem Cover, aber auf dem Collectors Edition. Ich habe hier diese Box hier. Und ich meine, da ist die doch auch drauf, oder? Ja, ganz vorne ist die ja drauf. Der eine Typ hier ist da drauf. Mythos ist da drauf. Yggdrasil ist da drauf. Dirk. Noch so eine Tabata ist das, glaube ich, ne? So. Da muss ich da auch noch irgendwas aufhaben, hallo? Okay, Celes. Er hat im zweiten Teil irgendwie eine größere Rolle, ich weiß auch gar nicht mehr. Ja, aber na gut. Dann. Ein, zwei Orte sind, glaube ich, noch übrig. Hier hat Haus der Besinnung. Wer war da, wo ich war? Hier lang müsste ich, ne? Irgendwo. Boah, meine Nase, die juckt die ganze Zeit. Hier. Jupp. Fast. Oh, da ist wieder eine Katze. Kann auch irgendjemand Katzen sammeln? Oder den Namen geben? Weil einfach passe ich hier die ganze Zeit was. War ich glaube nicht. Nö. Aber ich habe ja auch schon ein paar Katzen getroffen in letzter Zeit. Deswegen habe ich mir gedacht. Okay, hier gibt es aber auch anscheinend nichts, ne? Obwohl, vielleicht. Ist nicht der Wunderkoch, was? Was ist mit dir, na? Einmal übernachten. Wegen Skits vielleicht? Nein? Okay. Von was überhaupt erholen? Wir haben schon so lange keine Kämpfe gemacht. Bestimmt totlangweilig. Wie sieht's denn hier kochenmäßig aus? 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind irgendwie, keine Ahnung. Jetzt werde ich wahrscheinlich irgendwo verpasst haben. Jetzt sind 4, keine Ahnung, da könnten irgendwie so besondere Rezepte oder so sein, weiß ich nicht. So. Dann. Was hat, glaube ich, hier überall? Tor der Welten, da können wir auch nochmal vorbeischauen. Also dieses Dings hier, wo ich mein Gott, Rain und Genis hier gekommen sind, oder? Wenn ich mich nicht irre. Hier ist Stone Age. Ich kann da nicht rein. Hier kommt ein Kampf. Bam!
Und wir machen mal einen Kampf. Boah, geil. Das war genug Action für drei Parts, ne? Ja, okay, dann auf nach Dingens hier. Silverhand. Oder Turm des Heils, Haus der Besinnung. Ja, okay, das weiß ich. Da finde ich auch so, ich Idiot. Ja, man glaubt's nicht, aber ich finde auch Sachen so. Bringe er mich nach Silverhand. Wutisch. Jetzt müssen wir hier alle Städte abklappern. Fangen wir an mit Dirks Haus. Ich weiß, da müssen wir irgendwann hin, aber kann ja nicht schaden, trotzdem noch mal vorbeizuschauen. Danach nach Dingens hier. Ich habe schon wieder vergessen, wie unsere Stadt heißt, unsere Heimatstadt. Sollt, ne? Oder ich ziehe los, um gegen ihn zu kämpfen. Ich habe immer noch nicht alle Antworten, aber ich verspreche, dass du irgendwann stolz auf mich sein wirst. Okay, er sagt ja auch schon. Er sagt ja auch schon, was zu, was irgendwas mit Kratz zu tun hat. Also. Ja. Vielleicht kann ich aber jetzt schon machen. Lloyd, du siehst erschöpft aus. Was ist los mit dir, Junge? Hallo Vater, mir geht's gut. Es ist nicht klug, sich zu verausgaben. Vielleicht ist es Zeit für etwas Entspannung. Er hat recht, bleib hier und verbringe etwas Zeit mit dir. Wir warten in Iselia auf dich. Ihr sollt. Iselia, genau. Leute, nun, was gibt's Neues? Sehr viel. Keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das alles so richtig war. Ich weiß es nicht weiter. Ich weiß nicht weiter, Vater. Das ist Blödsinn. Woher willst du wissen, was richtig ist? Wieso sollst du das entscheiden dürfen? Meine Güte, Vater. Du hast getan, was du für das Beste gehalten hast, oder? Das ist alles, was du tun kannst. Du musst dein Leben leben. Stimmt. Dann schenk uns gefäß ein verdammtes Lächeln. Man kann sich nicht konzentrieren, wenn der eigene Sohn am Boden ist. In Ordnung. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen verquatscht. Lloyd! Hey Lloyd, wir haben uns unterhalten und ich glaube, wir können jetzt nach... Ah! Colette, alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut, danke. Du bist nur durchnässt, zeig mal. Oh, yep. Leute, was machst du? Hey! Was, stimmt das nicht? Es ist mir unangenehm. Was soll der Aufruhr? Was ist mit dir passiert? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Tut mir leid, ich glaube, du kannst meine Kleider erstmal anlassen. Klar, danke und Entschuldigung wegen vorhin. Ich hatte nur nicht erwartet, dass du gleich blank ziehen würdest. Was ist jetzt los? Wieso hast du deine Klamotten ausgezogen, Junge? Du hast Ersatzkleidung in deinem Zimmer. Oh, ja, Entschuldigung, Colette, ich schätze, meine Klamotten sind ziemlich schäbig. Nein, sie sind gut. Das war nett von dir. In Ordnung, super. Wir haben uns alle gern. Geh dich jetzt umziehen. Wieso ist das nicht synchronisiert? Sie riechen nach ihm. Ich wusste es. Okay. Jetzt im Partnerlook. Danke, dass du gewartet hast. Wow, sie sehen genau gleich aus. Sie sind gleich. Das ist mein Lieblingsoutfit. Mein Vater hat mir davon 7 angefertigt, damit ich sie nacheinander tragen kann. Hätte den Titel Zwillingherzchen. Kann ich jetzt echt mit Colette die gleichen Klamotten tragen? Das bekannte Lock ist etwas zu groß, riecht aber gut. Es ist ein Kostüm, ne? Ah, sehr schön. Finde ich richtig gut. Vor allem hier stehen sie auch richtig. Bis auf die Gürtel jetzt hier. Eigentlich genau gleich, ne? Sehr schön. Finde ich ja richtig gute Idee. Auch keine Sorge, wenn die anderen Leute das sehen,
das Leben schwer machen, stampft sie in den Boden. Okay. Ja, wahrscheinlich nichts, ne? Habe ich überhaupt Granulat? Ja, gucken wir mal. Ist gar nicht mal hier abgelistet, ist alles. Ja, wo ist denn das hier angezeichnet? Granulat, edles Granulat, feines Granulat, Granulat. 10 Granulate, 19 feine Granulate. Mal hier von 10. Sicher. Jetzt Granulat verwenden? Ja. Tu einfach mal alles verballern. Also ich möchte, dass du ein bisschen Granulat für mich verarbeitest. Sicher, einen Moment. Wir bekommen jetzt genauso viele, wie wir verballert haben, oder? Figuren wurden in das Figurenalbum angenommen. Warte mal. Figurenalbum, Figuren hier. So, Bürgermeister von Iselia. Killia, Alduin, Coton, Farmgefangener, Junge Entret, Fischer, Isold, ja, da ist Isold, genau. Dakan, Junger, Silver, Mädchen, Frau, Preisner, bla, bla. Zelos, Gruppi, Adelige, 2. Kage, Mädchen aus Miso, Mann. Was war mit irgendwelchen bedeuteren Personen? Weiß nicht. Aber wir haben schon 22 Minuten. Das heißt, ich mache hier mal einen Schnitt. Ja, gucken wir auch später mal. Speicher mal hier und mache einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition wieder. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.